Syrien und Judäa haben sich zwar kürzlich dem Imperium angeschlossen, ich hege jedoch starke Zweifel an der Loyalität dieser Länder. Wir benötigen daher einen neuen großen Handelshafen in dem als zuverlässig bekannten Staat Cilicia. Baut in Tarsus eine Stadt mit 6000 Einwohnern auf, um unseren neuen Mitgliedern im Osten Roms Macht zu demonstrieren. Es dürfte euch freuen, dass ihr in Tarsus keine Nahrungsmittel anbauen müsst. Diese Wüstenprovinz verfügt über keinerlei Ackerland. Stattdessen müsst ihr alle benötigten Nahrungsmittel importieren. Viele von Roms Provinzen im Osten stöhnen unter unserer Herrschaft und unsere Legionen werden an anderen Grenzen benötigt. Ihr könntet euch in dieser Region daher möglicherweise einer gewissen militärischen Bedrohung ausgesetzt sehen. Geschworene Feinde haben wir dort zwar nicht, allerdings verschwenden unsere Verbündeten auch nicht gerade ihre Liebe an uns. Verteidigt eure Stadt und hebt selbst eine oder zwei Legionen für euch aus. Im Gegensatz zu Hispanien oder Gallien, wo die Eingeborenen leicht zu beeindrucken sind, weiß diese Region der Welt schon seit langer Zeit, was Zivilisation ist. Eure Stadt Tarsus muss daher hohe Wertungen erreichen, wenn sie die römische Überlegenheit demonstrieren soll. Und schließlich tätet ihr gut daran, den Leuten dort zu zeigen, wie profitabel der Handel im römischen Imperium sein kann. Ihr seid auf dem besten Weg, mein wertvollster Diener zu werden. Euer Geschick im Handel macht Tarsus genau zu der Stadt, die ich mir erhoffte. Heute sind die östlichen Provinzen loyaler und das haben wir euch zu verdanken.